Naja, Kai, ich kann ihn halt nicht Jan nennen. Ich kann ihn doch nicht Friendzone. Also musst du dran glauben. Außerdem ist das so viel witziger. Gut. Wow. Ich bin wirklich weit gekommen. Mal gucken, ob Kaumalat jetzt vielleicht mal was reißen kann. Go, Arsen! Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber ich freue mich schon ein bisschen. Und ich finde halt einfach, das Team ist super spannend. Weil ich meine, klar, das sind auch Pokémon bei, die ich schon mal im Team hatte. Aber allein so die Kombination finde ich halt irgendwie super interessant. Und die Pokémon halt auch wirklich schon so früh zu haben. Da will ich echt mal gucken, was die so reißen können. Und das Naming-Theme ist echt cool. Weil alles, was mit Persona 5 zu tun hat, ist cool. Aber auch so. Ist einfach immer schön zu sehen, so die Personas oder der Ursprung des Namens und dann die Pokémon, wie die sich quasi so machen. Das finde ich schön. Gibt bestimmt solche, die noch nie in einem Team waren. Bestimmt. Oder zumindest sehr, sehr selten. Und ich meine, ich glaube, der Chat hat auch Spaß. Sind ja, glaube ich, doch noch so ein paar Leutchen da. Ich meine, es gibt immer so diese Leute, die dann wirklich kommen, herausfinden, was wir für ein Team bauen und dann wieder gehen. Nach dem Motto, okay, das reicht. Mehr wollte ich nicht wissen. Ja, habe ich Persona gehört. Erstmal hypen. Das ist die richtige Einstellung. Arsen ist ein Typ, ja. Es ist halt auch wirklich ein realer Charakter. Oder real in Anführungszeichen, aber halt übernommen. Also ja, die sind wirklich beide männlich. Ich achte da schon drauf, dass die quasi das richtige Geschlecht haben. So. Dann hatten wir ja noch nicht genug Tutorial. Dementsprechend auf ins nächste. Na? Heiner? Eigentlich fände ich ja, das Spiel müsste automatisch das Tutorial skippen, wenn das Spiel merkt, dass ich schon Pokémon gefangen habe. Ich lese das übrigens nicht vor. Ich glaube, wir wissen alle, wie man Pokémon fängt. Aber Steve, du hast ja auch erst die ganzen Persona-Charaktere kennengelernt. Jetzt geht es ja um deren Personas, also quasi die in Anführungszeichen Monster, mit denen die kämpfen. Das heißt, es ist natürlich schon ein Schritt weiter für dich. Von daher gesehen finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn du nachfragst. Meine Güte. Ist doch schön, dass du so aufmerksam bist, was das betrifft. Du hättest das Bediza schon noch ein bisschen besser schwächen können, ehrlich gesagt. Die Spannung steigt. Aber er hat den süßen Pinguin. Yay! Ich möchte Persona spielen. Naja, ich habe ja auch 5 und 4 gespielt. Möchte irgendwann auf jeden Fall auch noch 3 spielen. Aber ich glaube, nächsten Monat kommt ja erstmal Persona Q2. Dementsprechend, ich glaube, ich habe da erstmal noch genug zu tun. So, Pokebälle. Ich höre Pingu. Pingu ist immer gut. Und tschüss. So, wir waren, glaube ich, auch dann schon die ersten Trainer. So much to do! Naja, meine Spieleliste nimmt aber auch kein Ende irgendwie. Ich muss aber auch sagen, ich arbeite sie aktuell nicht wirklich gut ab, weil ich zum einen viel zu tun habe und zum anderen aktuell immer noch so ein bisschen an Anno hänge. Und ich sag mal, das ist ja nur ein bisschen endlos. Aber ich nehme auf jeden Fall alle Erfahrungspunkte hier mit. Gut, Kaumalat levelt, glaube ich, auch so ein bisschen langsamer, habe ich so das Gefühl. Aber das geht schon. Ich glaube, wo ich das gerade im Chat lese, wenn ich die Persona-Namen aus 4 genommen hätte, ohne jetzt zu viel dazu zu sagen, die hätten nie und nimmer in die Namensbox gepasst. Weil die Personas aus Persona 4 haben einfach super lange Namen teilweise. Also das sprengt alles. Kämpfen? Kämpfen! So. Warum ist diese mit der Schnapsfabrik eigentlich so ein hartes Meme geworden? Aber ja, ich habe irgendwie ein Fable dazu,
Oder dafür, dass in Anno meine Schnapsfabriken immer brennen. Fragt mich nicht. Es passiert einfach. Ja, erstmal critten. Ist in Ordnung. Oder auch nicht. Mal gucken, ob Togepi ein bisschen was machen kann. Die Sache ist, ich habe halt immer noch, also zum einen kommt ja Persona Q2 bald und Fire Emblem Three Houses. Und abgesehen davon habe ich immer noch Nier Automata und Xenoblade Chronicles 2 im Schrank liegen, die ja auch nicht unbedingt die kürzesten Spiele sind. So, ihr wisst alle, was jetzt passiert, oder? Ich muss es tun! Es gibt keine andere Möglichkeit. Okay. Okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Okay. Erstmal vergiftet. Das ist okay. Was kam bei der ersten Attacke raus? Tackle. Das war gar nicht so schlecht. Ich war erst nicht begeistert, aber das Gift ist schon ganz nett. Gucken wir mal weiter. Bislang schlägt er sich gar nicht mal so schlecht. Ja. Nicht unbedingt gegen Staralilli jetzt so wichtig. Aber okay. Ich warte noch auf das Highlight. Nein. Das. Okay. Also nächste Runde hat er sowieso gewonnen, aber jetzt. Wo ist mein Läuterfeuer? Das sind Attacken, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Aber okay. So geht's natürlich auch. Wieso quält mich diese Staralilli die ganze Zeit? Ich glaube, Robin Hood dachte sich auch so. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt kill ich dich gleich dreimal. Okay. Okay. Ich gebe zu, die Kämpfe könnten vielleicht jetzt ein bisschen länger dauern mit dieser Taktik, aber ganz ehrlich. Die sind witzig dafür. Ihr wollt das doch alle sehen. Ihr könnt mir nichts anderes erzählen. Mal ganz kurz Schillast. Noch werde ich Schillast halt so ein bisschen mitbenutzen. Es wird weniger werden. Aber wir sehen das ja alle nicht so eng. Also ich kenne Schutztausch vom Namen her, aber ich habe das in meinem Leben noch nie gesehen irgendwo. Aber der Walzer war gut. Ich glaube, vielleicht musste sich Robin erstmal so ein bisschen aufwärmen. Ich könnte auch einfach Rückkehr machen, aber... Das andere ist schon witziger. Ihr wollt das doch alle! Ihr wärt doch alle traurig, wenn ich das nicht machen würde. Ich möchte mal ganz kurz... So. Dass das ein bisschen weiter oben ist. Ach so. Und dann packe ich dich wieder nach vorne. Metronom ist die einzig wahre Togetaktik. Ich meine, gut, in wichtigen Kämpfen würde ich mich wahrscheinlich nicht drauf verlassen wollen, aber für so random Trainer und solange ich noch meinen Schillast in der Hinterhand habe, passt es, glaube ich, ganz gut. Und ich meine, Togepi hat den Kampf gewonnen. Das Gift hat letztendlich geregelt. Wie gesagt, ich war erst so ein bisschen enttäuscht, als ich die Duo-Nadel gesehen habe, aber dann mit der Vergiftung. Gut, der Walzer hätte das wahrscheinlich sowieso dann gekillt, aber... Wenn man Metronom einsetzt und Walzer rauskommt, ist man dann auch wirklich erstmal in den Walzer gelockt? Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, es wäre dann doch ziemlich schnell platt gegangen. So. Düdüm? Ich habe noch nie so wirklich aktiv mit Metronom gearbeitet. Ich habe auch nie wirklich oft Pokémon, die das können. Und ich sag mal, ich habe auch nicht immer so die Geduld dafür. Aber irgendwie ist das ja schon ganz spannend, so im Stream dann zu gucken, was dabei rauskommt.
Ich habe mich auch schon gefragt, Melly. Ich meine, Shinox kann man hier ja auch schon fangen. Ich meine, ich hab's auch dann immer hier gefangen, weil ich bin auch ein großer Shinox-Fan und hab's eigentlich immer im Team, wenn ich in Sinnoh unterwegs bin. Ah, jedes Pokémon erhält Erfahrungspunkte. Danke. Tschüss. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen seltener als der Rest. Vielleicht sehen wir ja noch eins. So, du hast auch einen Bidi-Bidi. Ich weiß nur nicht, ob die Drachenhut wirklich auf Level 7 war. Aber ich weiß, die kam auf jeden Fall halbwegs früh, aber nicht direkt auf Level 1. Das heißt, wie gesagt, ich glaube, so die erste Arena wird nicht so das Problem. Die finde ich zwar gar nicht so einfach normalerweise, weil kann halt schon wehtun. Ich meine, gut, alle drei Starter können da was gegen machen. Wenn du Pflanze hast, okay. Wenn du Wasser hast, auch okay. Wenn du Feuer hast, Pannenflamme entwickelt sich halbwegs früh und lernt auch direkt Tempohieb. Also, das geht eigentlich schon klar. Nur ist jetzt auch nicht so ein GG-Easy. Man kommt aber, glaube ich, ganz gut damit klar, wenn man so ein bisschen levelt und aufpasst. Nur ich denke, klar, Robin Hood könnte was machen mit Metronom. Aber da möchte ich mich nicht drauf verlassen. Aber ich glaube, dass ich dann mit Ascen auf jeden Fall ganz gut durchgehen werde. Na? Ja. Ist in Ordnung. War jetzt keine verschwendete Runde. Hätte mit Rückkehr wahrscheinlich auch nicht so viel mehr gemacht. Yay! Toll. Das ist das, was ich gebraucht habe. Gucken wir mal, ob er nochmal aufwacht. Drei Schaden. Gucken wir mal. Kannst du mal versuchen? Jawohl. Diese Rückkehranimation ist auch so super. Batsch! Ich glaube, Togepi lernt doch erstmal nichts Besseres. Von daher gesehen kann der Metronom gerne erstmal bleiben. Yes! Drachenwut. Ich weiß nicht, ob da oben noch ein Trainer kommt. Ich weiß, ich latsche gerade die ganze Zeit zum Pokémon Center zurück, aber was will ich anderes machen? Ja, Ascen Instant OP. Ist auch mal ganz schön. Ich meine, für mich ist das ja in erster Linie keine Challenge. Sonst hätte ich mir auch was anderes aussuchen müssen. Also Cynthia Team ist jetzt nicht so das schwächste Team. Ich glaube, die hat uns alle schon mal irgendwie ansatzweise gereckt. Für mich ist es einfach nur so eine kleine Besonderheit, um einfach mal ein Team zu haben, was ich so in der Konstellation einfach nie hätte. Also ich mache weder Monotypes noch solche Thementeams, nur um mich herauszufordern. Es ist für mich einfach nur so ein kleiner Kniff, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Und dementsprechend, wenn ich wirklich eine Herausforderung hätte haben wollen, hätte ich mit Sicherheit nicht Cynthias Team genommen und mit Sicherheit, ja, nicht Kaumalat mit Drachenhut am Anfang. Wie viel Schaden macht eigentlich so eine Rückkehr regulär? Ja. Ich glaube, ich kann Togepi gleich schon wieder heilen, wenn ich da oben angekommen bin. Aber wenigstens ist Kaumalat dann noch fit. Wie gesagt, ich finde das einfach spannend, mal noch was Neues auszuprobieren. Ich glaube halt auch, gut, du könntest dir auch so ein... kommt halt drauf an. Ich finde zum Beispiel erste Gen, Rivale, gut, ist einfach ein durchgewürfeltes Team. Zweite Gen ist ein bisschen schwierig, weil Siegfried leider sehr viele doppelte Pokémon hat. Und ich wollte jetzt nicht mit drei Dratini rumrennen. Ich finde halt dritte Gen würde auf jeden Fall noch gut funktionieren. Und ich glaube fünfte auch. Sechste vielleicht auch sogar. Aber Cynthia ist halt, wie gesagt, einfach die tollste. Deswegen ist so ein kleines Experiment für mich, wie gut das funktioniert. Deswegen habe ich mir erstmal das Team genommen. Auch so das Gute ist, es wird einfach immer stärker mit der Rückkehr, ne? Das stimmt. Guck mal, da haben wir unser Shinox. Mit Bedroher sogar. Kann ich dir was vor die Birne werfen? Gucken wir doch mal. Was sagt Robin Hood zu Shinox?
Möchte ich hinterfragen, warum er ihm gerade seinen Schweif ins Gesicht drücken wollte? Nein, oder? Wahrscheinlich nicht. Versuchen wir das nochmal. Ich hab's mit dem Walzer. Das finde ich nur jetzt gar nicht so lustig, weil ich da nicht mehr rauskomme. Ripperino? Außer er wechselt auf Heuler oder so. Ja. Das ist wie gesagt... Du musst doch noch einmal treffen, dann ist er glaube ich sogar down. Das ist eine sehr knappe Kiste hier. Dadurch, dass ich da jetzt plötzlich gelockt war. Ja! Robin wollte es spannend machen. Er mag aber diese Attacke irgendwie. Okay. Und wo ich es gerade noch gelesen habe, bevor ich ein bisschen tense wurde wegen dem Walzer. Also ich finde Troy natürlich bei weitem cooler als Vasili. Aber ich glaube, beides würde funktionieren. Kommt halt drauf an, was für einen Mono-Aspekt man haben möchte. So. Jetzt kommen die ganzen Shinooks. Fun Fact, ich habe es glaube ich schon mal erzählt. Als Kind mochte ich Bedroher nie so wirklich. Obwohl die Fähigkeit ja wirklich super toll ist. Aber ich mochte es einfach nie, weil mich das immer genervt hat, dass halt jedes Mal die Bedroher-Animation kam und ich einfach so ungeduldig war. Deswegen wollte ich halt immer Pokémon ohne solche Fähigkeiten, die den Kampf quasi in die Länge ziehen. Und hatte dementsprechend auch immer brav mein Shinox mit Rivalität. Ich habe, glaube ich, auch noch nicht so ganz geblickt damals, wie das funktioniert. Heutzutage würde ich halt immer den Bedroher nehmen, aber ich habe irgendwie so ein Trauma gehabt. Ich hatte mal einen Magnein. Und dann hatte ich dann einen Doppelkampf mit Magnein, oder der Bedroher rauskam, in der Wüste und irgendwer war vergiftet. Das hat einfach so lange gedauert. Und seitdem war ich dann immer so, nee, kein Bedroher, bitte. Das Beste ist doch der fünffache Bedroher in dem Fünffach-Nordenkampf mit Omega Rubin Alpha Saphir. Ja. Wie gesagt, heutzutage weiß man es natürlich besser. Der denkt sich auch so, Drachenwut? Und ich so, ja. Why not? Wo ist das Problem? Ah, Jubelstadt. Sind wir schon fast angekommen. Was hast du noch zu sagen? Manche Pokémon erscheinen nur morgens, andere sieht man nur nachts. Das finde ich cool übrigens. Ich meine, Jahreszeit finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das teilweise schon ziemlich dauern kann, aber so mit Tag-Nacht-Wechsel und verschiedenen Pokémon fand ich eigentlich immer ganz spannend, dass es sich auch wirklich mal gelohnt hat, morgens oder abends zu spielen. Drachenwut? Ich so, Drachenwut! Ich kann auch Tackle machen. Ich kann auch Gnade zeigen. Also es geht auch. Aber ganz ehrlich, das ist halt schon geil. Also ich mag die Jahreszeiten an sich super gerne, aber die Abstände sind halt schon ziemlich groß. Da stimme ich zu. Okay. Dann wollen wir doch mal. Ach ja, dich gab's ja auch noch. Aber jetzt ist die gute Jubelstadtmusik weg. Hey Svenja, wie viele Pokémon hast du schon gefangen? Wie? Du solltest schon noch mehr fangen. Es ist zwar eine Herausforderung, eine große Anzahl Pokémon aufzuziehen, aber es lohnt sich, je mehr Pokémon du hast, desto glücklicher bist du. Qualität statt Quantität? Sag mal, glaubst du nicht, dass man nie genug über Pokémon wissen kann? Man lernt ja nie aus. Und ich weiß, wo man das am besten tun kann. Komm mal mit mir mit. Na komm schon, folg mir einfach. Der ist schon etwas anhänglich, der Typ. Kannst du mir mal sagen, was dieser Kerl da drüben macht? Mit der Laterne kuscheln? Entschuldigen Sie mal. Wie konntet ihr das wissen? Wie habt ihr meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlarvt? Hä? Sie machen wohl Witze. Ich habe sie doch lediglich angesprochen. Aha. Eine normale Plauderei sollte das also sein? Das glaube ich keine Sekunde. Mich führt man nicht so leicht in das Licht. Ihr habt sofort erkannt, dass sich meine Person von der Masse abhebt. Dass ich ein ganz außergewöhnlicher Mensch bin. Gut erkannt. Und daher habt ihr mich angesprochen. Ist es nicht so? Ausreden sind unnötig. Eure Beobachtungsgabe ist... Ja, sie ist ganz herausragend, furchterregend. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt.
da ich meine geheime Identität vor euch nicht länger geheim halten kann, sollte ich mich vorstellen. Ich gehöre zur Elite der internationalen Polizei. Wir bereisen die ganze Welt, um die unlösbarsten Fälle aufzuklären. Mein Name tut nichts zur Sache. Vergesst ihn einfach wieder. Wie? Ich hatte ihn nicht gesagt? Ist ja auch egal. Nennt mich LeBel. Prägt euch meinen Codenamen gut ein. Ich habe ihn mir selbst ausgesucht. Sagt einmal, ist euch die Redewendung "sei kein Dieb" zufällig bekannt? Sagte er, während ich Arsène, den Meisterdieb, dabei habe. Mhm. Okay. Gut, gut. Es ist unrecht, das Eigentum anderer an sich zu nehmen. Leider muss ich sagen, dass es Subjekte gibt, denen diese Worte ganz egal sind. Wisst ihr, dass es in Sinnoh Kriminelle gibt, die anderen ihre Pokémon stehlen? Nun habe ich den Auftrag, verdächtige Subjekte ausfindig zu machen. Mit meiner Spürnase und meinem Genie wird diese Mission zu einem Kinderspiel. Ihr seht mir wie Trainer aus. Das habe ich doch richtig erkannt, nicht wahr? Vielleicht hilft euch das ja auf euren Wegen weiter. Ich glaube nicht. Das ist eine Kampfkamera. Wozu sie dient, das habe ich doch schon erklärt. Habe ich nicht? Nun gut. Mit dieser Apparatur könnt ihr Kämpfe aufnehmen. Sie ist auf der Höhe der Entwicklung und dazu noch topmodisch. Ich würde sie ja verwenden, schicke aber nur selten Pokémon in den Kampf. Bei euch ist sie besser aufgehoben. Bevor wir scheiden, muss ich euch um etwas bitten. Sollten wir uns wiedersehen, dann wendet euch mit keinem Wort an mich. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr mir keine einzige Silbe zu mir sprechen. Das war ein guter deutscher Satz. Obwohl, doch, ihr müsst mit mir reden. Unbedingt müsst ihr das. Nein, ich bin noch nicht einsam. Was für ein Quatsch. Ihr müsst von Schurken berichten. Ihr müsst mir einfach alles berichten. Okay. Es muss schwer sein, für die internationale Polizei zu arbeiten. Da wären wir Svenja. Das ist die Trainerschule. Den Namen muss ich ja wohl nicht erklären. Dein Freund Kai ist vorhin schon reingegangen. Vielleicht ist er immer noch drin und lernt. Naja, wir sehen uns. Okay. Auch ich finde LeBel eigentlich auch ganz witzig. Er redet vielleicht ein bisschen viel, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das machen ja alle Charaktere in diesem Spiel. Aber ist seitdem jetzt ein Running Gag in jeder Gen geworden, ne? Ja, irgendwie schon. Oder? Aber den kannst du ihn ja finden. Ja klar, der schenkt uns die tolle Angel. Ah ja, stimmt, nach der Liga. Mhm. In der sechsten. Er kommt zumindest gerne mal vor in anderen Spielen. Kommt er vor. Mhm. Den Alola? Klar. Ah ja, stimmt, am Ende die auch wieder, die Quest mit den Ultrabestien, ne? Mhm. Vergiss den einfach teilweise hier komplett. Du sollst ihn ja auch vergessen. Ach so. Ja. Ich dachte, deine Taktik ist aufgegangen. Ja. Weißt du, dass Pokémon sich nach Typen unterscheiden? Wie Wasser, Feuer oder Pflanze? All diese Typen haben Vorteile und Nachteile. Yay. Auch wenn ich bereits 6 Pokémon begleiten, kannst du weitere fangen. Sie werden automatisch an einen PC gesendet, auf den du in jedem Pokémon Center Zugriff hast. Das ist schon praktisch. Aber wie gesagt, Chillast werde ich erstmal noch behalten für den Fall der Fälle. Dann fangen wir doch mal unten an, würde ich vorschlagen. Jubelstadt, Stadt des Frohmuts. Also schon eigentlich ein ziemlicher Kontrast zu Zweiblattdorf und Sandgemme, weil schon alles riesiger wirkt. Du siehst sogar oben die, keine Ahnung, Klimaanlagen, Lüftungsschächte, was auch immer auf den Dächern. Und die Straßenlaternen, also ist schon sehr viel größer. Hallo, du da, Trainer. Bist du mit deiner Weisheit am Ende und weißt nicht, wie es weitergehen soll? Dann sprich mit Leuten. Sprich mit jedem, den du siehst. Sieh die verschiedenen Orte an. Reise, wohin du reisen kannst. Und so wirst du immer wieder Neues erfahren und erleben. Das ist schon tiefgründig nach dem Motto, wenn du alleine nicht mehr weiter kannst, dann rede mit anderen Leuten und lass dir helfen. Pokémon sind wunderbare, zutiefst geheimnisvolle Kreaturen. Aber die Trainer scheinen immer nur an das eine zu denken. Ans Kämpfen. Darauf läuft es immer hinaus. Dann spiel Pokémon Ranger oder so. Dann hast du das Problem nicht. Ranger 4. When? Pachi Pachi! Ich glaube aber, Herzhofen ist auch wirklich die größte Stadt hier. Aber Jubelstadt ist auch schon ziemlich groß.
Wusstest du eigentlich schon, dass sich einige Pokémon-Arten dann entwickeln, wenn sie vom Kämpfen stärker geworden sind? Und wenn sie sich entwickeln, dass sie dann ein ganz unterschiedliches Aussehen bekommen können? Ich glaube, der mochte Satzzeichen. Ah, und du redest auch über die Entwicklung. Also alles noch so ein bisschen Tutorial-mäßig. Und der hat mit Professor Eich zusammengeforscht. Das wussten wir ja auch schon. Ja, der Großteil hat nicht wirklich was Spannendes zu sagen, wenn man die Tutorials nicht unbedingt braucht. Aber allein so für die Items und der Vollständigkeit halber will ich das auf jeden Fall trotzdem immer machen.